Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit einem weiteren kleinen Teil der drei Bücher, die Reihe. Ihr konntet mir hier auf Instagram Fragen stellen bzw. Aufgaben geben, und wir sind heute beim sechsten Video. Ich habe eine Playlist erstellt, die findet ihr auch unten in der Infobox. Schaut da super gerne mal bei den anderen Teilen auch vorbei. Und heute kümmern wir uns um Bücher, die ich schon vor längerer Zeit gelesen habe, aber die ich nie vergessen habe und mir in akuter Erinnerung sozusagen sind. Und natürlich schließe ich jetzt mal so diese Highlight-Reihen irgendwie aus. Gerade bei Tolkien sind natürlich einige Bücher schon ein bisschen länger her. Aber ich habe jetzt drei Bücher genommen, die man vielleicht erahnt, aber doch seltener tatsächlich gezeigt werden. Aber ich jetzt einfach dachte, sie passen jetzt einfach sehr gut in diese drei Bücher, die Reihe hinein. Wir beginnen mit das Jesus-Video von Andreas Eschbach. Das ist wirklich schon Jahre her. 2002, 19.12. Das sind ja echt 21 Jahre, oh mein Gott. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es damals frisch gelesen, vielleicht tatsächlich dann 2003. Ich habe es wahrscheinlich so vor 10 Jahren nochmal gereadet, und seitdem habe ich eigentlich im Kopf, ich müsste es nochmal lesen. Es ist mein absolutes Highlight von Eschbach. Ich habe diese Geschichte, also ich liebe diese Geschichte. Wir haben hier einen jungen Mann, der, ich weiß gar nicht mehr, hieß er im Buch, ja, hieß er Steven, und der ist bei einer Ausgrabung, und dann findet man eben eine Kamera, die es eigentlich noch gar nicht gibt, und darauf sind Videoaufnahmen von Jesu Christus. Also man vermutet, dass eben das Grab, das man gefunden hat, eben auch ein Begleiter von Jesus Christus war, weil wer kam sonst heran und konnte diesen filmen? Und das ist so eine wunderbare Geschichte zum Thema Zeitreisen, wie es funktionieren könnte, sollte, müsste, was so dahinter steht, was es mit dieser Kamera auf sich hat. Und ich fand das großartig. Ich habe so viel in dieser Geschichte gelernt, damals vor über 20 Jahren, und geliebt, und habe mich dann wirklich sehr mit diesen Themen beschäftigt, egal ob das jetzt die Orte waren, wir sind ja hier auch in Israel, Palästina unterwegs, ob es so diese Möglichkeiten von Zeitreise ist. Damals war ich ja auch noch sehr tief in der Matrix-Thematik drin. Sehr gut zusammengepasst, und ich mochte den Stil von Eschbach damals sehr gerne. Es ist ja kein sehr rasanter Stil, wobei ich schon sage, dass wir im Jesus-Video durchaus ein bisschen schnellere Passagen haben, dass da recht viel passiert, und entgegen des Films, der nicht wirklich so gut ist, ist hier auch das Ende durchaus logischer erklärt und gefällt mir um Längen besser, als es das im Film gelöst wurde. Und ich mochte das. Ich mochte diese Endszene, und ich sehe die auch heute noch vor mir und denke, ah, so ein perfektes Ende. Und ich glaube, es wird einfach mal Zeit. Ich weiß gar nicht, gibt es das Jesus-Video als Hörbuch? Es wäre ja, also es wäre definitiv ein Reread-Kandidat, weil hier ganz viel verwoben wird, was ich mag. Ich mag ja Science-Fiction, ich mag Zeitreisen, ich mag diese Idee, dass jemand irgendwas aus, also dass etwas aus der Vergangenheit so übrig geblieben ist. Ich wollte als Jugendliche auch Archäologin werden, von daher hat das natürlich total meinen Nerv auch getroffen, und ich hatte wirklich großen Spaß, und ich gerade so überlege, dass ich da gerade 20 war, als ich dieses Buch gelesen habe, und es wäre wahrscheinlich heute nochmal ein anderes Gefühl. Ich glaube, es ist ein ganz dringender Reread-Kandidat. Dann ein etwas, ja, schon lockereres Buch, aber durchaus ein Buch, das uns Menschen den Spiegel vorhält, ist Ich und die Menschen von Matt Haig. Ist, glaube ich, eins seiner früheren Bücher gewesen, was dann aber bei uns, glaube ich, auch zu dem Hype rum um Matt Haig geführt haben. Wir haben hier an einem Freitag, an einem regnerischen Freitagnacht, treffen wir Andrew Martin. Genau, der ist Professor für Mathematik, und der befindet sich irgendwie nackt mitten auf dem Campus und versteht gar nicht, warum die Leute sich so aufregen. Der Professor ist nicht mehr der Professor, denn sein Körper wurde von einem Außerirdischen übernommen, aus ganz speziellen Gründen, die uns dann auch hier erzählt werden. Und natürlich fungiert ihr hier als Mensch, will die Rolle des Professors einnehmen und findet sehr viele Dinge sehr merkwürdig. Und ich habe dieses Buch damals, als es herauskam, gelesen, auch als Hörbuch dann einmal gereadet, ist auch schon wieder fast 10 Jahre her, meine Güte, 2014. Und ich habe diese Geschichte geliebt, und ich liebe sie auch heute noch. Ich mochte es, wie uns Menschen der Spiegel vorgehalten wird mit so Nichtigkeiten, die wir total wichtig finden, Nachrichten
Nachrichten aus aller Welt und unser Außerirdischer sich fragt, was interessiert mich denn, was irgendwie in einem anderen Land passiert? Es ist nicht viel wichtiger zu wissen, was in der Stadt los ist oder in der Nachbarschaft oder ja, und das sind ganz viele so Kleinigkeiten drin, wo man einfach merkt, ja, es ist wirklich abstrus, was wir Menschen hier eigentlich tun mit allerhand Dingen. Es ist noch nicht so der Umweltaspekt hier drauf gepackt, weil ich glaube, da würden Außerirdische auch was dazu sagen. Ich fand die Auflösung richtig toll und gut gelungen und auch irgendwie logisch, insofern man natürlich von einem außerirdischen Besuch dann noch von Logik sprechen kann. Und ich habe es total ins Herz geschlossen. Und auch hier denke ich, also ich denke so oft an dieses Buch und auch an einzelne Szenen, die jetzt aber einfach doch ein bisschen spoilern irgendwie würden. Und da denke ich mir auch immer, ach, ich glaube, auch das musst du einfach nochmal hören oder lesen. Und das ist auch ein ganz besonderes Buch. Und ich glaube, ich muss mir mal einen Reread-Monat vornehmen, ja, in dem dann auch nichts gekauft werden dürfte. Aber das klappt gefühlt wahrscheinlich nicht. Ein tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Man darf sich von den Außerirdischen nicht so abschrecken lassen. Das ist wirklich eher nur so eine Randgeschichte. Es geht hier schon eher darum, ja, den Menschen so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Muss man ganz klar sagen. Und jetzt ein Buch, von dem ich auch immer mal wieder spreche. Und ja, es ist die Passage-Trilogie von Justin Cronin, hier Teil 1, der Übergang. Ich liebe diese Reihe. Ich habe sie damals, ja, wir haben sie, glaube ich, als der dritte Band dann erschienen ist, auch gelesen, kurz davor, auch in so einer größeren Leserunde. Und es war ein wunderbarer Austausch. Und hier hat Justin Cronin wirklich etwas Episches geschaffen mit einem Virus, der auf die Welt kommt, der die Menschen mehr oder weniger zu Vampiren macht oder zu einer Spezies, die ja den Vampiren, wie wir sie so gezeichnet bekommen, definitiv nahe kommt. Und wir haben eben ein junges Mädchen, Amy, die auch auf dem Cover stellvertretend sozusagen zu sehen ist, unter anderem, die vielleicht irgendwie dazu beitragen kann, dieses Unheil ja im Grunde rückgängig zu machen oder ja das Leid der Menschen dann sozusagen zu lindern. Und es gibt ja noch den zweiten Teil, das ist dann 12, das hat so eine Sonne auf dem Cover, das ist natürlich hier jetzt noch nicht drin. Ach doch, die 12, doch. Und das Buch hatte ich ursprünglich mal als Mängelexemplar gekauft und gar nicht gewusst, dass es ein zweiter Teil ist. Und dann kommt der dritte Teil, das ist die Spiegelstadt, da ist auch Amy in anderer Form nochmal zu sehen. Und ich fand es großartig. Es war düster, es war atmosphärisch, es hatte wunderbare Längen, die ich sehr genossen habe, die Geschichte wunderbar getragen hat. Wir haben Charaktere, Perspektiven, die sehr unterschiedlich sind, trotzdem uns eine wunderbar stimmige Geschichte erzählen. Und es ist einfach groß, es ist einfach viel und es war so, so, so intensiv. Und es gibt Szenen, egal ob wir hier an ruhigeren Stellen sind, wenn ich an die Berghütte denke, wenn ich dran denke, dass wir hier auf so einer alten Farm waren oder dann eben gegen Ende tatsächlich in der Spiegelstadt. Ich habe das sehr gefeiert. Ich habe schon öfter überlegt, hier einen Reread zu starten. Allerdings gibt es den ersten Band nur in gekürzter Version und Band 2 und 3 ist dann ungekürzt. Sonst hätte ich da, glaube ich, schon viel früher einfach mal reingehört und ich glaube, ich muss auch einfach mal diesen Drang nachgeben. Es war so toll. Also wenn man wirklich so ein bisschen Horror, Grusel, Düsternis mag, die Thematik Virus auf der Welt, ich weiß, hat uns die Realität irgendwie eingeholt, aber das ist hier tatsächlich nicht dieser Vordergrund. Es geht natürlich auch um die Menschen, wie reagieren die da drauf und Ähnlichem, aber es ist definitiv anders, als es sich in der Realität dann zum Glück dargestellt hat. Ja, wobei so, ich habe ja immer darauf gewartet, dass mal noch Vampire hier rumlaufen oder Zombies, aber gut, sind wir froh, dass es nicht so gekommen ist. Ich fand das toll, ich liebe diese Geschichte und ich spüre immer noch diese Gebanntheit, die diese Geschichte in mir ausgelöst hat und das war einfach großartig. Eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte und einfach Zeit für einen Reread. Und ich glaube, der erste Band hat ja auch schon knapp 1000 Seiten, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, 1016. Und die anderen Bände werden ja nicht dünner. Und ich frage mich, warum die anderen Bücher von Justin Cronin noch nicht übersetzt wurden. Also es gibt, glaube ich, 2, 3 Novellen. Es ist jetzt, glaube ich, auch irgendwas Neues angekündigt. Da bin ich echt verwundert. Natürlich ist das schon sehr nischig, aber ich habe es sehr geliebt. Und Stephen King, lese ich gerade, sagt auch, lesen Sie dieses Buch. Und ich meine, wenn das Stephen King sagt, na dann.
müssen wir darauf natürlich hören. Und das waren jetzt die drei Bücher, die schon länger her sind, aber noch, die ich nie vergessen habe, die noch ganz viel in mir auslösen. Und ich hoffe, ja, meine drei Bücher, meine Auswahl hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch so Bücher, bei denen es euch so geht, dann lasst uns da gerne in den Kommentaren drüber sprechen. Schwärmt gerne von diesen Büchern und lasst uns da ein bisschen quatschen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.